Reverendus Pater Hofer, Reverendus Monsignor Bartosz, sehr geehrter Herr Grech, Frau Grech, sehr geschätzte Damen und Herren, unsere Landesleute aus Südmähren. Es ist wieder eine große Ehre für mich, als Znaimer Gemeinderat und im Namen aller Znaimer Pfarrsprecher euch alle hier in unserer Dichanskirche St. Nikolai am Festtage Maria Himmelfahrt begrüßen zu können. Im heurigen Jahr 2016 erinnern wir uns an die 70 Jahre alten Ereignisse des Jahres 1946. Der Zweite Weltkrieg war schon lange Monate vorbei gewesen. Die wilden, präzedenzlosen Vertreibungen eurer Familien aus sibirischen Heimatstädten und Dörfern bereits teilweise durchgeführt worden und die planmäßigen offiziellen Enteignungen und Aussiedlungstransporte gerade vorbereitet. Aus den tschechoslowakischen Polizeiarchivdokumenten kann man heute eruieren, dass während des Jahres 1946 aus den Versammlungsorten in Znaim, Mislitz, Nikolsburg und Brünn insgesamt 53.205 deutsche Südmährer ausgesiedelt worden sind. Solchen tiefen und heute kaum vorstellbaren Eingriff in die Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsverhältnisse kennt unsere Geschichte nicht. Im heurigen Jahr erinnern wir uns aber auch an etwas Positives, den 700. Geburtstag des berühmten römisch-deutschen Kaisers Karl IV. Von Luxemburg, König von Böhmen. Znaim gehört zu den ersten Orten, wo Karl als junger Markgraf von Mähren seine politische Karriere angefangen hat. 1335 organisierte er hier die Vermählung seiner jungen Schwester Anna mit dem verwitweten Herzog von Österreich, Otto IV. Dem Fröhlichen. 1338 stiftete Karl mit seiner Ehegattin Blanka Margarete von Valois den großartigen Neubau dieser Nikolaikirche in Znaim, als das alte Bauwerk ein Opfer der Flammen geworden war. Schließlich, 1366, feierte Kaiser Karl IV. Mit seiner Frau Elisabeth von Pommern seinen 50. Geburtstag und gleichzeitig Pfingsten hier in Znaim und bestätigte hier auch die wichtige gegenseitige Erbverbrüderung zwischen dem Haus Luxemburg und den Habsburgern. Karl hat so mit diesen Erbverträgen die künftige Entwicklung Böhmens, Mährens und Österreichs im Rahmen der gemeinsamen Donaumonarchie ganz klar vorgesehen. Eine große Schade, dass diese positive historische Erbschaft wegen Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts viel beschädigt worden ist. Aber Gott sei Dank, dass sie in letzteren Jahren zu einem neuen Leben erwacht. Wie schnell es weitergehen wird, hängt auch von uns ab. Liebe Südmährer, ich möchte mich bei euch herzlich bedanken, dass ihr hierher nach Znaim jedes Jahr zurückkommt. Mögen die Mutter Gottes Maria und unsere Landesschirmherren, die heiligen Wenzel, Kirill, Method, Leopold, Florian und Clemens Maria Hofbauer uns und unsere mitteleuropäische Heimat alles Gute im nächsten Jahr bei Gott dem Allmächtigen erbitten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.